Nicht und Sie werden es nicht glauben. Wir kommen zum letzten Tagesordnungspunkt. Und da geht es um die Umsetzung von 21 neuen Grillplätzen im Stadtgebiet. Ich habe zwei bei Bedarf Wortmeldungen und einen, der sich aber fix meint, reden zu müssen, Herr Pinkert. Na klar. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrtes Publikum. Die Vorlage klingt grundsätzlich toll und lobenswert, bringt aber sehr hohen sozialen Sprengstoff. Durch die Installation von Grillplätzen wird bzw. ist es schon zu massiven Belästigungen der unmittelbaren Anwohner gekommen. Darunter Lärm, Geruch und massive Verunreinigung. Da es zum Grillplatz keine öffentlichen kostenlosen Toilettenanlagen gibt, kommt es automatisch zum Urinieren und mehr in der Umgebung. Ich denke, Sie finden dies dann auch nicht so schön, wenn Sie früh auf das Gelände gehen und beim Spielen Ihr Kind in Hinterlassenschaften ausrutscht. Weiterhin kommt es zum Verbrennen von Verpackungsmaterialien und Hinterlassen von Unrat. Dies führt in Folge zur massiven Abwertung der Aufenthaltsqualität und zu hohen Folgekosten. Ja, das ist Ihr Demokratieverständnis, das ist nun mal so, es tut mir leid, vielleicht lernen Sie es irgendwann noch, die Meinung anderer anzuhören. Die Meinung zu akzeptieren, Sie müssen die Meinung nicht teilen. Das ist Demokratie. Stellen Sie sich vor, Sie stehen am Sonnabend an dem Grill mit Ihren oder Ihren Partnerinnen und Ihren kleinen Kindern. Alles so toll, Kinder freuen sich, spielen Ball, sie reden gemütlich und trinken ihre Bionade und drehen dabei ihr Biosteak. Und jetzt das. Sie vernehmen schon von weitem Lärm und gewahren eine Gruppe von meist jungen Männern mit Boombox und anderen Utensilien. Diese wollen auch grillen und diese haben keine Lust, sich ruhig neben sie zu setzen und eine Stunde zu warten, bis ihr Biosteak schön durch ist. Das Endergebnis können Sie sich ausrechnen, außer Sie leben nicht in der Realität. Und zu guter Letzt steht alles unter dem Klimavorbehalt. Und eine willentliche zusätzliche Verbrennung von Rohstoffen ist nicht klimafreundlich. Deshalb ist schon unter dem Gesichtspunkt der Resolution zum Klimanotstand unter Punkt 2 abzulehnen. Deshalb bitten wir Sie um Ablehnung der Vorlage zu den geplanten öffentlichen Grillplätzen. Und noch eine persönliche Meinung zur Verwaltung. Die Verwaltung hat, trotz dass diese Grillplätze noch nicht beschlossen wurden, schon im Vorhinein die Ausstattungsmaterialien eigentlich regelwidrig gekauft und will die unbedingt jetzt loswerden. Wenn Sie natürlich einen Stadtbezirk haben, der sich sehr stark für die Grillplätze engagiert, könnten natürlich diese ganzen Materialien an einem Ort aufgestellt werden und dann könnten Sie mal sehen, was Sie für eine schöne Abgasbelastung haben und Geruchsbelastung und Lärmbelastung durch diese Grills. Viel Spaß. So, wird weiterhin das Wort gewünscht? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann komm, ach doch, Leo Lenz, dann bitteschön. Steht bei mir bei Bedarf, deswegen frage ich ab, ob Bedarf ist. Bitteschön jetzt. Ist Bedarf. Ich möchte dazu eigentlich gar nichts sagen und ich halte zu dem Schwachsinn da eben drüben und ich halte mich auch ganz kurz, weil ich tatsächlich noch nie erlebt habe, dass wir die Tagesordnung vor 22 Uhr tatsächlich beendet haben. Ich finde, die Vorlage ist unstrittig und das sieht man auch im Abstimmungsergebnis vom Ausschuss. Da weiß ich nicht, warum Sie denn da nicht abgelehnt haben, wenn Sie das jetzt machen wollen. Aber egal.
Ich möchte gerne noch was dazu sagen, da die Vorlage auf einen Antrag meiner Fraktion gemeinsam mit der SPD-Fraktion zurückgeht. Allerdings ist es im Antrag, der schon im März 2018 so beschlossen wurde und mit dessen Beschluss die Verwaltung dem Stadtrat innerhalb von 9 Monaten Vorschläge für die Einrichtung neuer Grillplätze und Lagerfeuerstätten unterbreiten sollte. Das mit den 9 Monaten, das hat jetzt nicht so ganz funktioniert, aber sei es drum. Es ist gut, dass jetzt hier die konkreten Möglichkeiten und Vorschläge gibt, diese Plätze einzurichten, auch mit den dazugehörigen Kostenkalkulationen. Und wir setzen darauf, dass eben diese nun auch wirklich eingerichtet werden. Aber dazu soll noch gesagt sein, wenn immer mehr Vorlagen und Aufgaben, wie nun auch die Gestaltung und Finanzierung dieser Grillplätze in den Bereich der Stadtbezirksbeiräte und Ortschaftsräte gelegt oder ich sag mal abgeschoben werden, dann bitte ich Sie doch, diese auch mit dem entsprechenden Budget auszustatten und das nicht immer weiter zu kürzen. Vielen Dank. So, weitere Wortmeldungen und Wünsche von Redebeiträgen sehe ich jetzt wirklich nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen. Und Stimmenthaltungen. Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen, 5 Enthaltungen. Ich gucke ganz ängstlich, ob es noch einen Antrag gibt auf namentliche Abstimmung, Wiederholung. Nein, ist nicht der Fall. Dann darf ich mich an dieser Stelle bedanken. Wir haben es tatsächlich mal wieder geschafft, die Tagesordnung abzuarbeiten. Ich wünsche einen schönen Feierabend und wer hat aber schöne Herbstferien oder Urlaubstage? Die Sitzung ist geschlossen.